Das Coronavirus hält die Welt seit Monaten in Atem. Auch die Drei-Flüsse-Stadt Passau. Denn die Stadt ist derzeit Deutschlands Corona-Hotspot Nummer 2. Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infektionen mussten die Vertreter der Stadt Passau reagieren. So gilt ab den 28. November unter anderem eine Ausgangsbeschränkung, wie Oberbürgermeister Jürgen Dupper erklärt. So dass man nur noch mehr außer Haus geht, zum Einkaufen, in die Arbeit zum Gehen, zum Doktor zum Gehen oder Verwandte zum Besuchen. Natürlich darf man auch Freizeit spazieren gehen und so darf man alles machen. Aber man darf sich halt nicht mehr mit Freunden da irgendwo treffen. Die Polizei werde die Ausgangsbeschränkung kontrollieren. Außerdem gilt ausnahmslos Maskenpflicht. Das bedeutet, bei jeder Versammlung darf die Maske nicht abgesetzt werden. Auch nicht zum Essen, Trinken oder Rauchen. Des Weiteren verhängt die Stadt ein 24-stündiges Verbot von Alkohol auf öffentlichen Plätzen. Außerdem gibt es weitere Maßnahmen für Seniorenheime und Schulen. Zum Zweiten haben wir sehr stark geregelt das Thema rund um die Altenheime, wo wir sehr scharfe Maßnahmen ergreifen. Also Schnelltests, wenn man rein möchte als Besucher, Schnelltests für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und in Ergänzung zu dem, dass wir insgesamt schon gesagt haben, maximal ein Besucher pro Bewohner für 30 Minuten am Tag. Wir haben die Schulen geregelt, also dass wir gesagt haben, ab Klasse 7 gibt es Wechselunterricht mit Ausnahme der Abschlussklassen. Und das gilt dann bis Weihnachten. Der Lockdown wird zunächst eine Woche gelten. Danach wird der Inzidenzwert erneut überprüft. Ziel sei, den aktuellen Inzidenzwert von 439 auf mindestens 300 zu bringen. Jürgen Dupper zeigte sich mit dem Maßnahmenpaket zuversichtlich. Ja, man muss sagen, das muss was bringen, weil recht viel schärfere Maßnahmen gibt es nicht mehr. Die Vertreter der Drei-Flüsse-Stadt bitten um Verständnis für diese weiteren Maßnahmen. Doch die aktuelle Situation sei in Passau ernst zu nehmen.